Im Winter zogen wir mit unserer Sendung in die warme Karibik, auf die Bahamas. Mit dabei waren wieder Liv Lloyd, Kelly Mrs. Vlog, Debitor LP, Fabian Siegesmund und Looks Like Link. Für Dan the Man, der wegen Flugangst zu Hause blieb, sprang Street-Comedy-Ass Simon Gose-Johann ein. Außerdem führte Nela Lee mit Gronkh und Sarrazar durch die Sendung. Stimmt. Kann aber auch nach hinten. Simon tut sich schwer am Tisch und seine Chips werden immer weniger. Doch dann bekommt er ein paar Siebener auf die Hand und geht all in. Alles richtig gemacht. So wie jetzt gespielt, Simon. Wow, jetzt gibt's einen Riesenpotip König 10 von Karo. Und alle verlassen fluchtartig den Tisch. Nur Fabian gibt einen Bluff der Verzweiflung und geht mit. Wahrscheinlich wird der Fabian vermuten, er blufft nur. Wenn ich den Fabian einschätzen würde, würde ich vermuten, dass er denkt, dass der Simon nur blufft. Ja, und König Bube, auch keine schlechte Hand. Ja. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir einen Coin-Flip. Das heißt, wenn einer ein Pärchen hat und der andere zwei Karten, die über dem Pärchen sind, dann ist das in etwa immer eine Chance von 50-50. Ihr könnt da vertrauen auf meine Aussage. Und der Fabian König trifft im Flop den König. Die Chancen stehen schlecht. Simon braucht die 7. Er braucht eine 7. Und zwar, Herz ist auch abgedeckt vom ich Fabian. Ich glaube, das wird keine 7. Ich glaube, das Karo oder Pik 7. Ansonsten wäre Simon gleich in der... Der Simon, guck mal, er weiß, dass es vorbei ist. Er weiß es einfach. Oh, das ist mir so leid. 5% kommt nicht. Oh, ist Wahnsinn. Doch es kommt nur noch Herz. Und Fabian verweist den TV-Komiker mit einem Straight Flush der zweitbesten Hand beim Poker vom Tisch. Unfassbar. König, Dame, Bube, 10, 9 von Herz haben wir hier bei Let's Play Poker noch nie gehabt. Oh. Fabian hat Blut gerochen und trifft weiter gute Karten. Gefällt mir. Mit einem Achterpärchen raced er den Startpot und startet einen Monster-Showdown mit Liv Lloyd, Debitor und Kelly. Ein König, eine Dame und ein Bube kämen hinter die Straße. Dann wird es auch wahrscheinlich Action geben, denn Debitor ist auch dabei mit Dame, Bube. Also Dame, Bube, 8 mit zwei Piken. Das wäre jetzt die Situation. Guck mal, Miss Vlog, ein ganz kleines Pärchen. Jetzt haben sie alle gute Karten. Jetzt bin ich gespannt. Im Flop trifft Kelly die 3 und zieht mit einem Drilling davon. Drilling, Dreier. Krass. Die Mrs. Vlog gerade eben mit dem Mini-Pärchen hat... Fabian wird die Sache zu heiß. Auch Debitor steigt trotz guter Karten aus. Was macht der Debitor? Der Debitor geht raus mit der möglichen Straße. Der Liv Lloyd, der macht das doch, wie du immer so schön sagst, er erzählt gerade eine Geschichte, oder? Flo will den Pot nicht herschenken, startet einen Bluff und geht all in. Doch er rennt nur blind in sein Verderben. Das könnte es gewesen sein für Liv Lloyd. Nicht wegschmeißen. Ja, sie callt da mit dem Drilling. Liv Lloyd, was tust du, Flo? Oh nein. Liv Lloyd ist raus. Er kann jetzt kommen, was will. Das ist vorbei, das Spiel. Oh nein. Mit 100% Gewinnchance wirft Kelly das erste Mal in Let's Play Poker Liv Lloyd vom Tisch. Ja, und ich glaube, Nela und Sarrazar werden jetzt wiederum einen Zugang bekommen in deine Losers Lounge. Ja, in deine Losers Lounge ist auch schön. Naja, hier noch Verabschiedungsszenen und wir schalten mal rüber. Wenn ihr die ganze Show sehen wollt und wissen, wer gewonnen hat, dann schaut euch hier die ganze Sendung von Let's Play Poker Number 4 an. Und wir hören uns beim nächsten Let's Play Poker Highlight Clip wieder. Bis dahin, eure Love Machine.